Christian Ilzer kann erleichtert sein nach dem zweiten Heimsieg in der Qualifikationsgruppe gegen die WSG. Tirol, das Spiel beginnt gleich einmal mit einem Aufreger. Der durchstartende Kelvin Jeboa wird von Alan Kias zurückgepfiffen, Michael Obritzberger. Der erste Assistent hatte die Fahne gehoben und das zu Unrecht, wie die Wiederholung knapp aber doch zeigt, ein denkbar ungünstiger Start aus Sicht der WSG. Und der manifestiert sich dann in der dritten Minute. Die Austria nach Ballgewinn über die rechte Offensivseite mit Klein, der bringt die Flanke auf Grünwald. Und jetzt steht es 1:0 für die Austria. Stefan Mayerhofer verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung. Zakaria nimmt Klein mit in weiterer Folge. Der Rechtsverteidiger der Austria bringt die Flanke punktgenau auf Grünwald. Der Austria-Kapitän sieht den Raum, Koch agiert zu zögerlich. Grünwald läuft wunderbar ein und vollendet zum 1:0, trifft wie zuletzt in Mattersburg. Und die Austria sorgt kurz darauf auch gleich für den nächsten Höhepunkt im Spiel. Grünwald tänzelt hier im 1 gegen 1 gegen Santin, schlänzt den Ball dann aber knapp drüber. Trotzdem ein guter Start der Austria in diese Partie. Die WSG findet nach 15 Minuten erst in den Rhythmus. Das ist Fabian Koch mit einer super Direktabnahme. Was wäre das für ein Tor gewesen vom ehemaligen Austrianer, der diesen Volley nahezu perfekt trifft. In einer abwechslungsreichen ersten Hälfte kommt das Heimteam dann zu einer weiteren Chance. Zwierschitz sieht Fitzi im Rückraum und das Geburtstagskind bringt den Ball nicht an Guganik vorbei. Tolle Spielverlagerung von Grünwald und dann klärt der Tiroler Innenverteidiger Guganik hier in höchster Not nach einem sehr gelungenen Spielzug der Wiener. Eine Chance gibt es dann noch in der ersten Spielhälfte. Jeboa, der eine starke Leistung zeigt, ist von Dzeko nicht einmal mit einem Foul zu stoppen. Dafür stoppt Kias den möglichen Vorteil für die WSG. Hat aber letztlich Glück, weil, wie die Wiederholung zeigt, wäre Mayerhofer sowieso im Abseits positioniert gewesen. Dennoch ist der Ärger bei Thomas Silberberger groß. Der Wattener Chefcoach emotional, wie immer. Zweite Hälfte, gute Freistoßposition zu Beginn für die Austria. Aus einer ähnlichen Lage hat Zakaria in St. Pölten getroffen und wiederholt das hier beinahe nach 59 Minuten. Den Gästen fehlt nach wie vor nur ein Tor, um hier zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und diesen Treffer kommen die Tiroler dann sehr nahe. Jeboa mit der tollen Gelegenheit. Der Treffer hätte grundsätzlich nicht zählen dürfen, weil Jeboa beim Ball von Dedic im Abseits steht. Der Tiroler rutscht dann noch leicht weg und Penz kann in letzter Instanz retten. Die Austria zittert sich wie schon gegen die Admira dem Schlusspfiff entgegen und das wäre beinahe schief gegangen. Dedic bringt die Flanke auf Stefan Mayerhofer und der setzt den Kopfball hauchdünn am Austria-Tor vorbei. Das war die große Chance auf den Auswärtspunkt für den Major und die Wartener. Und die verlieren dann noch. Kelvin Jeboa tief in der Nachspielzeit nach diesem Zweikampf mit Benedikt Pichler. Da wird gezogen, da wird gerauft und dann schlägt Jeboa nach. Und sieht von Alan Kias in der Nachspielzeit die rote Karte. Völlig überflüssige Aktion. Jeboa wird damit am Samstag im Rückspiel gegen die Veilchen fehlen. Die Austria bringt am Ende das knappe 1:0 über die Zeit. Insgesamt auch verdient aufgrund der besseren Chancen über die vollen 90 Minuten. Für die WSG war letztlich mehr drin.